Wenn man Brisket macht, Brisket, braucht man 100 Grad im Grill. Macht man Pulled Pork, braucht man 120 Grad im Grill. So wären es 100 Grad. Ja, Zweierreihe. Immer weiter. Circa drei Viertels voll. Ja, dann reicht es schon circa 18 Stunden. Aber beim Pulled Pork brauchen wir 120 Grad. Und deshalb macht man beim Pulled Pork eine Dreierreihe. Und somit hat man immer 120 Grad im Grill. Manchmal geht es auf 110 oder 130. Das macht aber nichts. Und zur Not kann man ja unten noch ein wenig regeln und oben ein wenig regeln. Hallo bei Holgers Grillen. Kilo. Für das prächtige Stück bin ich jetzt früh aufgestanden, damit es das zum Abendessen gibt. Das ist eigentlich hohl, ne? Na okay. Aber es schmeckt geil. Und da draus machen wir heute ein Pulled Pork Döner. Pulled Pork Döner, ganz einfach. Wir nehmen Dönergewürz. Jawohl. Und damit rappen wir das jetzt richtig geil ein. Nicht so wenig, ist ganz klar. Da ist alles drin, was man braucht, ja. Paprika, Pfeffer, Chili, Knoblauch, Salz, Rosmarin, Oregano, Basilikum, bla 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 bla. Viele, viele Sachen. Lecker, lecker, lecker. So. Ja, warum soll ich mir noch Pulled Pork klassisch machen, habe ich mir gedacht. Das geht doch bestimmt auch anders. Ja, da haben wir Bitterbrot gekauft, Salat, Zwiebeln, Tomaten. Machen einen Tzatziki und ein wenig Barbecue-Sauce. Und ich denke, das wird schon. Schauen wir mal. Das einzige Problem bei so einem kleinen Stück Fleisch ist halt, es muss erst mal viele Stunden auf dem Grill. Ja, viele, viele Stunden. So. Und das auf dem Grill, das zeige ich euch dann gleich. 6 Brikettstücke habe ich im Anzündkamin jetzt zum Glühen gebracht. Und die habe ich da vorne hingelegt, ganz am Anfang von der Schnecke. Und da außenrum geht der Ring. Ja, so ein Halbkreis. Und jetzt kommt noch das Hickory-Holz ins Spiel. Das legen wir jetzt da oben drauf. Die ersten 2 Stunden, wenn das Fleisch geräuchert wird, das reicht vollkommen. Ja, Hickory-Holz gibt es von mehreren Herstellern. Und jetzt warten wir, bis es raucht, richtig raucht, und dann legen wir das Fleisch auf. Jetzt steigt schon langsam Rauch auf, ja. Das Fleisch liegt über die Tropfpfanne. Da habe ich kochendes Wasser rein, dass ich gleich auf Temperatur komme im Grill. Jetzt schließen wir den Deckel. Und jetzt ist es wichtig, da liegt das Holz. Jetzt drehen wir den Deckel, genau gegenüberliegend, damit der Rauch durch den ganzen Grill über das Grillgut und hier rauszieht. Und so dampft es dann. So muss es sein. Richtig geiler Rauch. Die ersten 2 Stunden fürs Fleisch. Das wird lecker. So, Harald. Schau mal, mein Freund. Harald ist die Metzgerei, wo ich das geholt habe. Metzgerei Nowodny in Schnei. Das ist bei Lichtenfels. Und da habe ich das Stück Fleisch gekauft. Ein einfaches Stück Schweinefleisch bei exakt 120 Grad, 6 Stunden. So ein Diamanten verwandelt. Oh, Diamantenfleisch. Oh ja. Gut, ich schätze, es dauert noch eine Stunde. 6 Stunden ist drauf. Und dann zerfetzt mir die Sau. Den Pizzastein habe ich auf dem Gasgrill vorbereitet, aufgeheizt. Das ist das Bitterbrot. Das gibt es überall zu kaufen. Und das kommt jetzt ein paar Minuten auf den Grill. Von jeder Seite so 2-3 Minuten. Und hier passen immer genau 4 Stück drauf. 12 habe ich. Und die sind verdammt lecker.
Von jeder Seite waren jetzt ungefähr ja, 2 Minuten drauf, also ungefähr 4 Minuten insgesamt. Und jetzt holen wir sie raus. So, da habe ich so eine Tupperbox von meiner Frau. Da bleiben die dann schön warm. Und die nächsten kommen natürlich gleich drauf. Ja, schaut mal, schön geworden. Ja, ne? Es wird Zeit. Showdown. Wir holen jetzt gleich das Fleisch runter. Wir spitzen nachher mal schnell rein. Nachher mal auf die Temperatur gucken. Ja? Und dann machen wir auf. Schauen. Der Rind ist fast zu Ende. Perfektes Timing. Und das Fleisch sieht immer noch saugeil aus. Und jetzt holen wir es runter. So, auf geht's. Oh, ist das geil. Das schmeckt echt wie Döner. Nur dass es auch sau ist. Ja, dann werden wir mal loslegen. Das Bitterbrot, ja, das muss man da abbrechen. Hat man so ein Stück übrig. Das ist für dich, mein Freund. Jawohl. Dann schneidet man das da ein wenig auf. Allerdings vorsichtig, ja, wenn man ein scharfes Messer hat. Macht da ein wenig die Taschen. Da sind Taschen drin. Das macht man ein wenig größer. So, seht ihr das? So, und jetzt holen wir das Fleisch raus. Jetzt hauen wir ein bisschen Sandwichsoße drauf. So, Sandwichsoße. Dann kommt Salat. Schöner Salat. Unten drauf. Auf die Sandwichsoße. Dann kommt jetzt das zerrupfte Fleisch. Schaut mal. Schön zerrupft, schön zerfetzt. Die zerfetzte Sau und ein Schweinedönerfleisch. Schweinedönerfleisch. Ja, das hört sich gut an. So, Deckel wieder drauf. So. Dann nehmen wir Knoblauchsoße. Richtig fett. Zwiebeln. Rote Zwiebeln. Und Tomaten. Und so schaut es dann aus. Ich mache jetzt schnell noch ein Bild und dann hauen wir rein. Auf geht's. Hauen wir rein. Es ist quasi deutscher Döner mit der aus der Sau. Leicht geräuchert. Ja, die Würzmischung ist sehr gut. Und der frische, knackige Salat macht euch den Rest. Schöner Salat, Tomaten, Zwiebeln. Das reicht, mehr braucht man gar nicht drauf tun. Umso mehr wir da reinstecken, so weniger Fleisch passt rein. Und das Fleisch ist echt Wahnsinn. So. Da muss ich schon Tschüss sagen, bis zum nächsten Mal bei Holgers Grill. Ja. Wir sehen uns dann wieder. Und ich sage Tschüss.
Euer Holger.